Ja gut, Tag allerseits. Ihr seht den Freunde fürs Leben Bartok und bei mir, Herrschaften, einer der erfolgreichsten, nicht nur Hip-Hop-Musiker Deutschlands, sondern einer der erfolgreichsten überhaupt und bester Mann, Sammy Deluxe. Hey, danke schön. Wie geht's? Ausgezeichnet, dir hoffentlich auch. Ja. Wir freuen uns sehr, dass du bei unserer kleinen Sache hier dabei bist. Ja, ich mich auch. Ich finde, es ist ein super Format. Ich finde es wichtig, über solche Themen auch mal zu reden, zwischen den ganzen einfach nur Blabla und wann kommt dein Album raus und... War ja auch jemand, der immer selber mit seiner eigenen History von Kopf-Struggles irgendwie immer sehr transparent war in meinen Texten. Und deshalb freue ich mich immer über Plattformen, wo man auch über so ernsthafte Dinge mal reden kann, die Leuten vielleicht wirklich helfen und nicht nur informativ sind, sondern auch wirklich irgendwie was bewegen können. Ja, das wissen wir sehr zu schätzen. Wir kennen uns auch schon eine ganze Weile und was mich an dir immer fasziniert ist, es scheint irgendeinen Antrieb in dir tief drin zu geben, der dich immer weitermachen lässt und immer besser werden lässt gleichzeitig. Hm. Ich sehe das auch so auf jeden Fall. Ich treffe ja auch natürlich auch regelmäßig Fans, die dann so, oh, deine alte Musik war so geil und so. Ich weiß auch, ich bin einfach besser, als ich je war, weil ich mich einfach so viele Jahre mehr damit beschäftige als damals natürlich, wo ich rausgekommen bin. Da waren das schon 5 oder 10 Jahre Vorarbeit und jetzt sind es eben seitdem nochmal 15, 20 Jahre. Und ich habe echt das Glück gehabt, dass ich so, dass Selbstreflexion für mich immer super wichtig war und ich so in jedem Teil meiner Karriere immer aus eigentlich nur Bauchgefühl mich in irgendwas rein, okay, jetzt will ich so sein, dann mache ich das mal alles und dann manchmal merkt man, es passt, manchmal merkt man, es passt nicht, manchmal fällt man auf die Schnauze, manchmal hat man krasse Erfolge, aber für mich ist echt so der Hauptbonus gewesen, dass ich irgendwie immer mehr gelernt habe, so Musik war mein Hobby. Jetzt ist es mein Beruf geworden, manche Sachen fucken mich ab, ich muss das irgendwie klar kriegen in meinem Kopf, ich muss Sachen sortieren, ich muss mir mein Leben so einrichten, dass es auf mich und meine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und deshalb habe ich echt so den Vorteil super vielen anderen, gerade aus meiner Generation gegenüber, dass die so mega in diesem Leben sind, wo eigentlich Musik ist so die Karriere und so ein bisschen Pflicht, weißt du? Und so das Hauptding ist immer bei den meisten die Familie, ich war ja super früh verheiratet, aber dann auch super früh schon wieder geschieden. Und mein Sohn ist dann vor 10 Jahren nach Amerika gezogen mit meiner Ex-Frau. Und dadurch hatte ich dann auf einmal auch wieder so ein bisschen so die Möglichkeit von so einer zweiten Jugend, weißt du? Dass man eben, weil klar, irgendwann ist man sonst einfach der Familienvater, ne? Mhm. Und ist vielleicht auch Rapper oder irgendwas, aber am Ende ist echt so vieles aus dem echten Leben, was die Kunst einschränkt, oft sehr schädlich für die Kunst auch, weißt du? Also ich sehe viele Künstler, die vielleicht auch noch erfolgreich sind, aber wo ich so denke, so wow, so wie ihr lebt, ist eigentlich... So, die Kunst steht immer an letzter Stelle, so, ne? So, aber nach außen hin seid ihr das. So. Und irgendwie für mich habe ich einfach, ist auch egoistisch vielleicht so ein bisschen, aber ich habe irgendwann einfach gesagt, so, ey, bisher ist das Krasseste, was ich in mir fühle, so, dass ich ein Künstler bin. Ich glaube auch, dass ich ein guter Vater bin oder ein guter Freund sein kann und so, aber ich glaube, irgendwie bin ich am wertvollsten als das. Und da habe ich auch mich irgendwie darauf fokussiert. Nicht, dass ich jetzt die menschlichen Aspekte voll außen vor gelassen habe, aber so. Einfach so sich selber kennen und so sehen, was einem wichtig ist und daraufhin sein Leben so einrichten. Das klingt eben voll egoistisch, aber ich finde, es sollte eigentlich ganz normal sein heutzutage, also in dieser Welt voller Choices, weißt du? Ziehst du da die Motivation draus, dass du sagst, ich will immer neugierig bleiben und ich will auch immer mich selbst hinterfragen und dann einen Schritt nach dem anderen immer besser werden einfach? Genau, also vor allem, wenn man merkt, so dass man aus dieser Neugier ja auch immer wieder in so neue Bereiche kommt und dann auch da Erfolgserlebnisse für sich verbuchen kann. So, das ist einfach mein Glück, dass ich irgendwie anscheinend so eine von der Persönlichkeit und meiner Talentpalette irgendwie genug habe, dass dann überall, wenn ich dann mal was, ich habe für Arte mal ein paar Sachen moderiert oder so, ne? Ja. Und dann war ich dann in Straßburg und habe da irgendwie so ein Format moderiert und richtig mit Teleprompter, was ich noch nie gemacht habe, aber fiel mir voll leicht. Und dann nach 1-2 Stunden aufnehmen, war der Typ so in der Zentrale, die sind ja eigentlich Franzosen, ne? Mhm. Dann sind so, ey Sammy, du machst das so gut, wenn du mal einen festen Nachrichtensprecherjob haben willst, dann kannst du immer herkommen. Und ich so, wow, ist doch cool, dass ich das kann. Ihr könnt euch auf keinen Fall leisten, mich als Nachrichtensprecher zu haben. Nee, vermutlich nicht. Aber das ist doch geil, weißt du? Wenn man weiß, dass man viel mehr Optionen hat, als man eigentlich überhaupt Zeit hat, sie zu nutzen. So irgendwie. Und das ist bei mir echt... Ich habe ja immer auch schon Graffiti gemalt, aber vor 2 Jahren habe ich mir dann gesagt, so, ey, ich muss einfach wieder viel mehr malen. Mein Studio ist ja eh von außen angemalt, also ich habe eine eigene Wand sozusagen, habe genug Geld, um mir jetzt Sprühdosen zu kaufen, habe dann aber noch gemerkt, ich kriege sie natürlich gesponsert, wenn ich will. Und dann habe ich einfach super viel wieder angefangen, jetzt bin ich mega aktiv auch in der Szene, weißt du, und das ist irgendwie einfach alles, was ich so mache,
wenn es aus Leidenschaft kommt, dann funktioniert es eben auch immer für mich. Und das ist dann irgendwie einfach schön. Und ich mag auch vor allem diese unterschiedlichen Sachen, die sich dann gegenseitig befruchten. Einfach teilweise Rapper sein, aber auch einfach viel Produzent sein. Ich habe ja auch viele soziale Projekte so im eigenen Verein. Also auch viel Mentor sein, das ist auch was mir voll viel bedeutet. So habe sehr viele junge Künstler, denen ich entweder, weil wir Business-Verbindungen haben oder einfach nur, weil ich die geil finde, ohne irgendwelche monetären Interessen einfach sage, so, Digga, wenn du irgendwas wissen willst über dieses Business und Tipps brauchst für deine Karriere, so, dann komm zu mir. Da bin ich, glaube ich, auch einer der wenigen, die so das so richtig als Mission haben. Ich glaube, viele Leute, die Erfahrungswerte haben, geben sie auch gerne weiter. Aber bei mir ist so richtig so ein Teil von dem, was ich inhaltlich so wichtig finde, weil ich auch so nur so gelernt habe. Also ich habe nicht durch das Schulsystem in Deutschland bin ich nicht der Typ geworden, der ich bin, und nicht durch Sozialpädagogen und auch nicht durch die Psychologen, die ich vielleicht selber teilweise aufgesucht habe, sondern durch diese ganzen Leute im Hip-Hop-Ding, die für mich Mentoren waren und die mir irgendwie immer ein paar Schritte voraus waren und an denen ich mich orientieren konnte. Und das finde ich eben wichtig, so dieses Each One Teach One ist einfach so dieses in der Hip-Hop- und Reggae-Kultur ist irgendwie viel so dieses Each One Teach One. Jeder gibt einfach das Wissen, was er selber erhalten hat, weiter und nicht nur immer, weil es irgendein Motiv gibt, sondern einfach, weil es sich so gehört. So. Wenn wir mal so an den Anfang denken, hast du die Musik gefunden oder hat die Musik dich gefunden? Oder beides? Also ich habe immer schon so Musik Ding gehabt, aber erst durch Hip-Hop war es wirklich so, ah, das kann ich auch machen. So. Ich war vorher immer als Konsument quasi und als jemand, der es fühlt, so voller Musiker, aber ich hätte auch Klavier lernen können, weil wir ein Klavier zu Hause hatten. Meine Schwester und meine Mutter haben Klavier gespielt. Ich war einfach zu faul, weil dann auch die Herangehensweise von der Lehrerin einfach war, okay, jetzt spiel mal eine Woche lang Tonleiter und dann komme ich zurück. Und ich glaube, mich hätte man anders an dieses Thema ranführen müssen. Und dann habe ich Schlagzeugunterricht gehabt, aber hatte dann nie einen Proberaum, bin dann auch nicht richtig besser geworden da drin. Und in dem Hip-Hop-Ding wurde dann alles richtig, da kam der Aktivismus, weil irgendwie Hip-Hop auch so ausgestrahlt hat, man kann alles selber machen zu Hause. Und diese ersten Hip-Hop-Filme, die es dann gab damals, Beat Street und Wild Style, da hat man jeweils so gesehen, irgendjemand hat zu Hause sein kleines Platten-Setup, weißt du, ja. Nicht mal diese geilen Technics-Plattenspieler, sondern irgendwie zwei random Plattenspieler aus, einen von Papas Familie, einen von Mamas Familie, irgendeinen schäbigen Mixer, schäbige Boxen und dann aber so eine Plattensammlung und dann waren die am Mixen und das war für mich immer dann so mein Ding, was mich auch als Jugendlicher super viel vor Trouble bewahrt hat. Also ich hatte genauso eine Clique von Jungs und hatte super schnell eben als 13-, 14-Jähriger haben die alle schon angefangen, Drogen zu nehmen und so richtig, auch viel Trouble zu machen einfach so und Prügeleien und hin und her. Und ich hatte dann genau zu dem Zeitpunkt einfach diesen Hip-Hop-Virus schon kassiert und war ein kleiner Nerd dann auf einmal. So, obwohl ich auch so ein Troublemaker in der Schule vorher war, aber dann auf einmal zu dem Zeitpunkt, wo ich dann so viel inhaltlich hatte, dann war ich eben irgendwie Graffiti interessiert, habe nicht viel gemalt, aber bin rumgefahren, habe überall in Hamburg die Graffitis fotografiert. Damals musste man ja noch die Filme entwickeln lassen. Ja. Dann habe ich die entwickeln lassen, mir so in so, wie meine eigenen Graffiti-Magazine sozusagen gemacht, mir so die dann auf die Seiten geklebt und dann mit Rubbelbuchstaben hingeschrieben, wo das Graffiti ist. Also habe quasi echt so die Graffiti-Magazine nachgebaut mit meinen eigenen Bildern. Habe dann Platten gesammelt und irgendwie meiner Mutter gesagt, sie soll mir eine Excel-Tabelle machen, wo ich dann eine Liste, dass ich Platten, also die Liste führen kann. Und irgendwie da wurde ich dann auf einmal so nerdig. So das, was vorher die Schule und nichts in mir auslösen konnte, dieses, das ist doch geil, wenn man irgendwas strukturiert angeht. So, das war für mich in der Schule komplett anstrengend und ich habe den Sinn einfach nicht verstanden. Und dann auf einmal, sobald meine eigene Leidenschaft da war, konnte ich es super gut anwenden. Weißt du, dass ich wirklich so Sachen, die eigentlich echt nicht, also ich habe noch nie sonst in meinem Leben für irgendwas eine Excel-Tabelle geführt, habe ich auch relativ schnell aufgehört, ehrlich gesagt, glaube ich, bei 500 Platten habe ich dann aufgehört, eine Excel-Tabelle zu führen. Aber so, das waren echt genau die Sachen, die zu der Zeit einfach dazu geführt haben, dass ich dann super fokussiert war auf irgendwas, was erstmal ein Hobby war, aber was denn so einnehmend war, dass es eigentlich eh schon klar war, dass irgendwie, also ja, damals gab es ja diesen Beruf nicht, aber irgendwie war es mir, glaube ich, trotzdem klar, dass ich das bin. So. Und, ja. Es gibt einen Track von dir, der, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringt, wie du an die ganze Sache rangehst, nämlich in Musik, um durch den Tag zu kommen. Da heißt es ja, es ist egal, was du machst oder tust. Was wichtig ist, ist das, was du machst, wirklich gut machst. Mhm. Ist das so dein Mantra? Also eines von vielen auf jeden Fall. Ich bin einfach ein Fan von Leuten, die ihre Sache gut können. Ich bin Fan, wenn ich irgendwo hinkomme und in Interviewsituationen habe und mir gute Fragen gestellt werden. Weißt du, wie jetzt?
Oder ich bin Fan, wenn ich einfach in den Laden komme und richtig nett bedient werde und jemand richtig Plan hat von dem, was er macht und Leidenschaft. So, ich finde es einfach schade, dass man im Alltag so das Gefühl hat, dass so viele Leute deplatziert sind. Weißt du, so auf okay, Digga, wenn du nicht gern hier sein magst, dann geh doch woanders hin. Ja. Weißt du, so? Also ich zahle hier Geld, um irgendwas einzukaufen. Warum muss ich jetzt noch scheiße behandelt werden? So. Und ich war auch viel in Amerika. Da ist ja der Anspruch an Dienstleistung so hoch und der Druck auch teilweise, ne, von den Arbeitgebern, ja, an die Angestellten, sodass alle dir in den Arsch kriechen. So. Und dann ist man vielleicht auch ein bisschen verwöhnt. Und Deutschland ist eine harte Realität manchmal. Aber echt unterm Strich ist so, ich finde einfach, jeder kann ein Star sein. Weißt du? Ich habe schon Leute in jeder Berufssparte gesehen, von denen ich für den Moment ein Fan war. So. Und das ist irgendwas, was in dieser Welt verloren gegangen ist, wo so viele Werte, die so, also so richtiges Können gar nicht respektiert wird mehr, weil alles irgendwie über diese Klicks und Likes geht, weißt du? Und so vieles über, okay, über das ganze Social Media, gerade in der Wahrnehmung junger Leute, denke ich. Und so viele Leute sind einfach bekannt heutzutage, ohne irgendein Talent zu haben, wirklich so. Oder ohne ein eindeutiges Talent zu haben. Und ich finde, das ist so, ist eine krasse Zeit für junge Leute aufzuwachsen. So. Ich habe irgendwie das in meiner Zeit schon so gespürt, dass es so, also und vielleicht auch als jemand noch mit Migrationshintergrund, dass so wenig so Schnittstellen gibt, wo man so sagt, so, oh ja, ich habe Bock mitzumachen an diesem Konstrukt Deutschland. Ich habe, weißt du, so irgendwie, ja, man versucht eher was für sich rauszuziehen, als dass man Bock hat, was dazuzufügen. So. Ja, es gibt ja auch, und deshalb sagst du es ja ganz ausdrücklich, ne? Glaub mir, Mann, deshalb singe ich die Songs, denn dafür bin ich geboren. Ja. Wann hast du das gemerkt? Das ist schwer. Also ich, wie gesagt, wenn man so jetzt zurückguckt und so sieht, man hat sich einen Job ausgesucht, bevor irgendjemand gesagt hat, damit kann man Geld verdienen, so, dann ist es ja eigentlich schon der Zeitpunkt. Ja, ne? So, ja. Also ich habe mich committed, irgendwas zu machen und alles andere. Ich habe Schule abgebrochen dafür, dann war eben damals noch so, man muss Zivildienst machen. Dann habe ich Zivildienst angefangen, aber auch irgendwann abgebrochen, was man eigentlich nicht darf. Also ich hätte 13 Monate machen sollen und ich habe gestern gerade auf so einer alten Pinnwand bei mir den Entlassungsbescheid. Irgendwie, ich habe mich dann nach 10 Monaten rausgeschotet, weil ich da irgendwie meine Psyche hat es nicht mehr ausgehalten. Aber alles eben auf diese Karte gesetzt. Dementsprechend war es wohl schon so klar. Aber es kann eben auch einfach nur so der Wahn gewesen sein im Sinne von, das ist einfach so, die Leidenschaft übermannt mich. Ich weiß nicht, ob ich mir schon so sicher war, dass ich so einen kulturellen Impact irgendwie in diesem Land haben werde. Weil das ist auch mittlerweile das, was meinen Erfolg für mich mehr definiert als Chartzahlen und YouTube-Klicks und Instagram-Likes. Ist irgendwie, dass ich einfach weiß, da sind so viele Songs in meinem Katalog, mit denen ich wirklich Leuten irgendwie in ihrem Leben geholfen habe. Und es gibt irgendwie, also gerade mit so einem Song wie Superheld zum Beispiel, das ist so ein Thema, es gibt viele Songs in Deutschland von Leuten mit Migrationshintergrund über das Thema Rassismus. So. Und viele von den Songs lassen Deutsche automatisch sehr schlecht fühlen, wenn sie sie hören. Superheld ist zum Beispiel ein Song, der es geschafft hat, dass wirklich alle Leute diesen Song fühlen und keiner sich ausgeschlossen fühlt, weil es einfach um die Perspektive geht von meinem kleinen Sohn, der mir als irgendwie 8-9-Jähriger sagt, Papa, ich wäre gerne weiß, weil eben zu der Zeit habe ich ihm Harry Potter vorgelesen, er hat irgendwie die ersten Star Wars Filme gesehen, alle Protagonisten in diesen Filmen und Büchern sind weiß. Mhm. Und als Kind ist natürlich cool, sich in irgendwelche Fantasieszenarien reinzuversetzen, sich da selber zu sehen. Und dafür habe ich ihm dann diesen Song geschrieben, der mittlerweile dann irgendwie in einer Gruppe hier in Berlin, so einer Kindergartengruppe, wo überwiegend so Mixed-Race-Kids sind, ist das dann so der Theme-Song für diese Kindergartengruppe, weißt du? Und jeden Tag singen irgendwelche kleinen braunen Superhelden da diesen Song. Und das sind so Sachen, die eben für mich extrem viel mehr Wert haben und viel mehr Tiefgang haben, als einfach nur zu wissen, so okay, und dann habe ich einen Song gemacht und dann haben die alle in der Disco dazu getanzt. Und also wäre das so das, was dich am meisten bestärkt in deiner Arbeit? Ich glaube, das Gesamtwerk aus allem. So. Ich bin wirklich echt so, also ich werde auch immer mehr Fan von mir, muss ich sagen. So. Ich habe ja immer schon sehr selbst fanatisch gewirkt, so, aber das ist echt einfach schön, wenn man so viele Facetten hat, mit denen man sich auch selber wieder flashen kann, weißt du? Teilweise stehe ich auf der Bühne und höre mir selber beim Rappen zu und bin so, wow, das ist echt krass, weißt du? Ich mache eben so Sachen wirklich, ich kenne auch keinen anderen Rapper, der das so kann, weißt du? Also diese ganzen schnellen Sachen und dann auf der Tour habe ich jetzt ein Ding gemacht, wo ich so einen hyperschnellen 150 BPM Track und danach setze ich mich dann eben auf einen Hocker und singe Superheld als Ballade, weißt du? Also allein diese Diskrepanz, so bei meiner Unplugged-Show gerade, haben wir jeden Abend Leute zum Pogen gebracht und jeden Abend haben Leute in der Crowd geweint. Viele Leute, weißt du? So, wenn ich die Songs über meine Mutter oder Superheld spiele. So. Und diese Bandbreite zu haben, weil das einfach in einem drin ist, so, das finde ich einfach schön. Weil ich habe auch lange dafür gekämpft, irgendwie mit mir selbst. Ne? So, ich hatte immer diesen Hang zur Melodie,
Aber früher war es als Rapper, im Gegensatz zu heute, so, heute basiert Rap ja super viel auf Melodie, gerade das, was an Rap in den Charts ist, aber früher war als Rapper eben so, ja, okay, so, wenn du so viel singst, ja, so, dann ist es auch so ein bisschen Pussy-mäßig. Ja. Und das musste ich mir auch selber arbeiten, dass ich dann auf der Bühne stehe, weißt du? Ich habe damit schon 2009 dann angefangen, als eigentlich wirklich, weißt du, gerade so die Agro-Ära schon, weißt du, am Höhepunkt war und alles war so hart und da war ich so, nee, ich muss Reggae-Songs auch machen, ja, ich muss auch Balladen singen und trotzdem habe ich in jeder Ära auch immer wieder diese krassen Rap-Dinger gemacht und geprüft, dass ich eben einfach technisch einer der krassesten bin, aber irgendwie hab ich mir die Freiheit genommen, so diese ganzen Facetten in mir rauszufinden und das Gesamtwerk jetzt, finde ich, eben kann sich einfach sehen lassen und das ist auch für mich eben mega krass, wie viele Anknüpfungspunkte ich so habe, wenn du so siehst, dass ich eben mit wie vielen Musikern ich connected bin und wie viele Sachen ich produziere und für wie viele Künstler ich schreibe, das ist eben von Pop bis Rock bis Reggae, Rap und so viele Sachen einfach. Ne? Dafür braucht man natürlich auch ein gutes Maß an Selbstbewusstsein. Hast du das oder musst du dir das an manchen Tagen auch so richtig hart erarbeiten für dich selbst? Also, was meinst du? Ich meine, Selbstbewusstsein ist ja nur das sich bewusst sein, wie man sich selber gerade sieht. Also das heißt ja, viele Leute denken ja, Selbstbewusstsein ist für Brust raus, aber das ist es für mich gar nicht. Also wenn man wirklich selbstbewusst ist, dann ist man ja eigentlich reflektiert und das versuche ich immer mehr zu sein. Also ich bin eben auch so jemand, der, also ich versuche zum Beispiel in so Momenten, wenn ich mich so derbe über irgendwas auf einmal aufregt, habe ich mittlerweile diese Stimme, dass ich mir selber einfach so diesen, weißt du, den Schritt wieder nach außen machen kann. So. Weil jeder hat diese paar Situationen am Tag, wo man sich über irgendwas aufregt. Und dann muss man aber immer das Gesamtding auch sehen, weißt du? Und dann so, ey, guck mal, heute ist das Gutes passiert, heute ist das Gutes passiert. Ich habe gerade die Zusage bekommen. Eigentlich ist das alles cool, aber jetzt rege ich mich nur deshalb auf über diese eine Sache. Und ich glaube, wenn man lernt, so sich selber da ein bisschen so zu fact-checken sozusagen, dann wird das leichter auf jeden Fall. Aber ich glaube irgendwie einfach, dass es eh keine so easy Lösung gibt, weißt du? Die man jetzt hier in so einer Sendung oder in diesen ganzen Selbsthilfebüchern. Ich glaube eben wirklich an dieses, die Reise ist das Ziel. So, es gibt nicht, auch gerade die ganzen Leute, die ich kenne, die sich super viel mit Selbsthilfe, Meditation, Yoga, all denen, das sind trotzdem nicht die Leute, denen es am wenigsten schlecht geht oder so. Weißt du? Die sind, also, es geht nur darum, so bei sich selbst zu sein. Und der Anspruch, glaube ich, ist auch so ein bisschen so ein Hollywood-Anspruch, so dass das Leben immer positiv sein muss die ganze Zeit. So. Das ist genauso wie dieser Hollywood-Anspruch an, so muss eine Familie sein, da ist immer ein Mann, eine Frau und die Kinder. So, ne? Und das kann ja heutzutage, eigentlich ist ja alles möglich, sich selber so zu bauen, wie man will. Und ich glaube, man muss echt einfach nur immer jeden Tag wieder sich kalibrieren, sich analysieren und gucken, so, was will ich wirklich mit meinem Leben? Und sind diese Sachen, die ich denke, dass ich sie will, wirklich Sachen, die ich von mir tief drin will? Oder sind es eben irgendwelche Gesellschaftsnormen? Und damit kämpfe ich eben die ganze Zeit, einfach zu gucken, weil ich weiß schon, ich bin sehr individuell, aber weiß natürlich auch trotzdem so, teilweise feiere ich es, teilweise denke ich auch, oh Mann, ist vielleicht auch echt leichter, wenn man mehr so wie die da draußen alle ist. So. Ja. Aber die denken das ja auch, jeder von uns ist ja irgendwie, weißt du, hat so seine Seiten, die so konform sind und seine non-konformen Seiten. Und es ist ja auch ein ganz schmaler Grat zwischen Selbstkritik und Selbstzweifel. Hm. Was machst du denn, wenn die Selbstzweifel zu laut werden? Hast du da eine Strategie? Ich glaube, mein Hauptding ist so, dass ich so viel mache einfach immer. Also, dass ich so viel kreativen Output habe. Also, weil mein Hauptzweifel quasi karrieremäßig ist ja immer einfach, wenn man, ist ja dieses, okay, erstmal am Anfang schafft man es und dann muss man es ja immer nur halten, wenn man es geschafft hat. Ne? So irgendwie, nur ist gut, ja. So, ne? Also nur, genau, man muss es dann halten. Und das ist natürlich diesen Zweifel oder diese Ängste, die ich früher noch mehr hatte, sozusagen kompensiere ich oder kann ich damit so ein bisschen runterkühlen, dass ich einfach so viel mache die ganze Zeit, dass ich für mich immer einen Schritt voraus bin sozusagen. Weißt du, ich habe immer mindestens 1-2 Alben mehr, als ich jetzt rausbringen müsste. Oder weißt du, also ich habe immer mehr Content, als eigentlich ich brauche. Und dadurch ist das schon mal gut und das auf der menschlichen Seite ist es auf jeden Fall ein bisschen schwerer, glaube ich. Also da ist es so. Ja, man muss einfach dann echt so viel mit sich selbst ins Gericht gehen. So. Und ich komme da auch nicht immer zu so einem guten, eindeutigen Schluss. Aber ich glaube an sich,
Ja, einfach echt immer dieses jeden Tag alles totdenken ist eben meine Methode. So. Also ich denke wirklich viel zu viel über Sachen nach, auf jeden Fall. Und kann aber auch in gegebenen Zeiten gut verdrängen. Ich finde, das ist auch wichtig. Also ich kann auch wirklich mich super gut ablenken. So, und dann vielleicht geht das Denken, also ich merke es dann an meiner Musik so zum Beispiel, ich wach auf, irgendwas beschäftigt mich krass, was eigentlich eher aus meinem Privatleben kommt, irgendein Beziehungsding oder so. Und dann kann ich mich zwar super gut ablenken, aber der Song, der dann entsteht, wird wahrscheinlich trotzdem irgendwie thematisch, weißt du, irgendwas von dem beinhalten. Ja. So. Und dann so ein bisschen therapeutisch mich da so von außen auf das Thema raufgucken lassen oder sowas. Also ich glaube, das ist so meine Art, dass ich irgendwie meine Musik wirklich super viel als Therapie nehme. Weil ich mir irgendwann auch gesagt habe, so, ich zensiere mich nicht selbst im kreativen Prozess, sondern ich versuche danach dann zu filtern. Weißt du? Weil eine Zeit lang, ich bin auch so ein bisschen sozialisiert worden mit Leuten, die immer gerne Ideen schlecht reden und so im Entstehungsprozess schon. So, ja, aber so einen Song gibt es ja schon, aber den Song könnten die und die Leute scheiße finden. Und eine Zeit lang habe ich das eben selber für mich gelten lassen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, nee, aber ich kann ja selber entscheiden, was ich rausbringe. Weißt du? Solange es alles hier auf meinem Computer, egal was ich aufnehme oder was für ein Bild ich male, ich muss ja nicht alles immer mit der Welt teilen. Und das ist eben für mich gut, dass ich wirklich so eigentlich jeden Moment immer rauslassen kann und mir dann aussuche, okay, ist mir der Moment jetzt wert, mit allen zu teilen? Ist es qualitativ gut genug? Oder ist es vielleicht auch, also so ein zu intim Ding zum Beispiel hatte ich fast noch nie. Ich habe nie gerne über richtig aktuelle Beziehungssachen geredet, aber jetzt diese ganzen Sachen mit Familienthemen und so haben mir nie das Gefühl gegeben, dass ich mich angreifbarer mache, sondern eigentlich eher immer das Gefühl so, dass je mehr man von sich preisgibt, desto weniger können Leute, weißt du, irgendwie das wäre so die Rechnung, ne? Und, ja. und irgendwelche, also genau, weil viele Leute gerade bei dem Album, wo ich angefangen habe, so super persönlich zu werden mit Superheld und Song über meine Oma und meinen toten Vater und den ganzen Kram, da war wirklich jeder Journalist so auf, machst du dich nicht super angreifbar? Und ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, so viel von sich persönlich preiszugeben. Ich weiß ja, was sollen Leute denn sagen? So, deine tote Oma ist doof oder dein toter Vater. Weißt du, was soll, also wo ist denn da die Angriffsfläche eigentlich? Das ist das erste Ding nach all den Jahren, was mich mit den Menschen auf eine Wellenlänge gebracht hat, weil vorher meine Art von Selbstdarstellung einfach immer war, ich bin der allerkrasseste Rapper und ihr seid alle nicht so geil wie ich. Und das haben ja schon viele Leute gefeiert, aber es war natürlich super von oben herab. Und dann auf einmal, weißt du, stellt man sich auf das gleiche Level mit den Leuten und ist einfach so, ey, aber klar, ich habe auch einen Vater und ich habe auch eine Oma und ich habe auch einen Sohn. Und auf den Themen sind wir eben alle gleich irgendwie am Ende. Ne? Also auf den Themen können wir, sind die Schwingungen, glaube ich, eher so auf, so wie auf Augenhöhe, auf Herzhöhe sozusagen, dass die Leute das so fühlen. Und deshalb, ja, ist es für mich einfach schön, diese Möglichkeit zu haben, eh alles rauszulassen. Also ich wüsste gar nicht, wie ich in irgendeinem anderen Beruf, also dann hätte ich vielleicht auch nicht diese ganzen emotionalen Turmoil, wer weiß es. Ich weiß es nicht. Ja, ich hatte bei dir immer den Eindruck, dass du dir sehr wohl darüber bewusst ist, dass dein Leben nicht perfekt ist, dass du Probleme hast persönlich oder in deinem Umfeld, aber dass du all diese Umstände dazu nutzt, kreativ zu sein. Hm. Also ja. Du hast offenbar den richtigen Kanal, das richtige Ventil dafür gefunden. Ja, das ist echt auch für mich so extrem krass, denn zu sehen, wenn Leute nicht sowas haben. Also ich wünschte das so jedem auf jeden Fall. Und es ist auch so eine glückliche Verknüpfung von Zufällen auf jeden Fall. Ich glaube, in der 7. Klasse bin ich ja aus der Schule geflogen zum Halbjahr. Und da wir so ein paar Verwandte oder Bekannte in England hatten, bin ich dann ja so ein halbes Jahr, dann dieses halbe Jahr, was ich skippen musste, weil ich dann eh die 7. Klasse danach wiederholen musste, habe ich dann in England verbracht und hatte eben als so ein bisschen Trouble, der mit so einem selbst auferlegten, ich bin so nicht richtig Bad Boy, ich war nie so ein Agro-Typ oder so, ich war schon so der, weißt du, der Typ immer mit den lauten Sprüchen in der Klasse und der immer gut Autoritäten hinterfragen konnte oder auch immer gut irgendwie Doppeldeutigkeiten oder Widersprüche erkennen konnte, wenn der Lehrer irgendwas gesagt hat, dann so, aber gestern haben sie das und das gesagt. Und ich war immer schon so ein bisschen zu smart auch für die und habe mich dann mit der Rolle relativ früh schon so abgefunden und hatte nichts anderes, was mich mit Leidenschaft erfüllt hat. Und dann war ich eben so einfach nur mit so dämlichen Aktionen einfach echt das geschafft, Mitte der 7. aus der Schule zu fliegen. Und dann zum Glück irgendwie durch diese Verknüpfung von Umständen dann auf so einem Minidorf in England, Cornwall, gelandet. Und in diesem halben Jahr super viel Zugang irgendwie zu mir selbst gefunden und zu, ich habe das erste Mal richtig bewusst gelesen, also so freiwillig gelesen. Und das war ein Herr der Ringe Bücher damals, so mich richtig in diese Fantasiewelt krass reingeflasht.
habe irgendwie das erste Mal angefangen zu zeichnen, so ein bisschen Sachen, die ich vorher schon gesehen hatte, so Graffiti und Character, aber die ich nie gemacht hatte, aber irgendwie hatte ich auf einmal die Zeit, habe so rumgezeichnet, habe dadurch, dass ich besser Englisch jeden Tag verstehen konnte, auf einmal die Rap-Musik, die ich schon seit ein, zwei Jahren gehört habe, hat ganz anders zu mir gesprochen auf einmal natürlich, so ich Public Enemy und du kennst ja die guten Zeiten, weißt du, da war so viel Message drin und so viel Energie, irgendwie die Welt zu ändern, so, und das hat mich dann alles so krass geprägt, und hätte ich das nicht gehabt, wüsste ich eben auch nicht, weißt du, also viele, gerade diese eine Freundesklicke, mit der ich da eben damals gehangen habe, wo ich erzählt habe, mit 14, weißt du, die dann echt mit 13 angefangen haben zu kiffen, dann mit 14 angefangen mit Pillen und Koks und was weiß ich, so, einer von denen hat sich dann mit Mitte 20 auch umgebracht und der andere ist arbeitslos, Hartz IV, und so, das hätte eben alles das eben sein können, weißt du, und ich glaube so, das ist eben super schön, wenn man so zurückgucken kann und denken so, wow, da wurde eine Weiche einfach richtig gestellt, sodass man in so einem jungen Alter Zeit hatte, sich auf sich selbst zu fokussieren, weil gerade auch in den ganzen Schulworkshops, die ich gemacht habe, und das ist eben echt krass zu sehen, so heute noch viel krasser, ne, in was für einem psychologischen Stress eigentlich diese Kids die ganze Zeit leben, ne, und eigentlich wäre es wirklich fast eine Pflicht, also wenn man das Schulsystem mal reformieren würde, dann müsste man eigentlich auch direkt dafür Geld haben, dass Kinder einfach genau in dem Alter mal irgendwie wirklich weg können, weißt du? Und dass es nicht davon abhängig ist, ob sich die Eltern das leisten können, weil, weil diese Horizonterweiterung, gerade in dem Alter, wo du das erste Mal so deinen Charakter definiert hast, weißt du, oder definiert wurdest, du bist der Täter, du bist das Opfer, du bist der Klassenclown, du bist der Loser, du bist, weißt du, jeder hat da sein Stigma schon so, genau in dieser siebte, achte Klasse Phase. Und das hat mir echt so richtig krass den Arsch gerettet, weil danach kam ich zurück und hatte einfach meine Leidenschaften und konnte die dann einfach ja, alle verfolgen und ausarbeiten. Und hatte aber auch immer eine Sache, die man auch braucht, ne? Also diese Selbstreflexion einmal und auch Sprache. Ne? Also ich hatte immer dieses Ding, dass ich mich gut ausdrücken konnte, meine Gedanken gut auf den Punkt bringen konnte. Und das hat mir natürlich nicht nur beim Schreiben von Texten geholfen, sondern auch in allen anderen Situationen, ne? In Business-Meetings und so. Ich kann einfach überall, in jeder Situation. Sprache ist einfach so was Magisches, ne? So, wenn man einfach weiß, dass man mit seiner Persönlichkeit und Sprache zusammen, du kannst in den Raum kommen und einfach die Situation so nutzen, wie du willst. Weißt du? Wenn du willst, dass die Leute lachen, dann bringst du sie zum Lachen. Wenn du willst, dass sie krass tief irgendwas zuhören, so, dann kannst du das machen. Und ich glaube, diese Kombination aus allem hat auf jeden Fall jetzt so die Basis geschaffen für das, was ich jetzt so gerade habe. So. Damit hast du vielen Leuten was gegeben und das zieht sich ja auch so durch dein gesamtes Schaffen, dass du versuchst, Dinge weiterzugeben, wo du selbst vielleicht mehr Glück hattest als andere oder dir das auch hart erarbeiten musstest. Und du hast 2013 auch einen Verein gegründet, Deluxe Kids. Was macht der Verein? Ich glaube ja, jeder hat immer seinen Ansatz, der Welt zu helfen. Und mein Ansatz, der für mich einfach funktioniert hat, ist so, ich war jung und planlos und leidenschaftslos, habe Hip-Hop entdeckt und jetzt bin ich Superstar. So, dementsprechend ist das, glaube ich, immer mein Ansatz gewesen. Also wir vermitteln die Hip-Hop-Disziplin in erster Linie so und haben da schaffende Gemeinde, wo einfach junge Leute sich kennenlernen können. Haben das angefangen in Schulen damals zu machen und haben jetzt aber auch einen Ort in Hamburg, wo regelmäßig einfach eigene Workshops stattfinden. Und ich bin sogar gerade dran, das zu realisieren, dass wir vielleicht ein richtig eigenes Jugendhaus in den nächsten Jahren in Hamburg kriegen. Und also, aber eigentlich geht es wirklich darum, junge Leute irgendwie den Zugang zu geben zu diesen Hip-Hop-Werten. Und ich habe eben so viele Freunde von mir, die sind Breakdancer, die sind Graffiti-Maler, die sind Rapper, die sind DJs, Produzenten. Und wir haben, so viele von uns haben eben dieses Ding, dass wir es von Älteren gelernt haben und auch super gerne das weitergeben. Und dadurch, dass wir dann diese Orte haben, wo diese Workshops entstehen, gibt es natürlich auch wieder krasse Netzwerke von den jungen Leuten, wo die sich über die Stadtteile oder über Generationen hinaus kennenlernen können und in ihren Interessensbereichen einfach selber Gruppen und Freundschaften formen können und so. Ja. Was ist denn so für dich das Wichtigste, das man fürs Leben lernen sollte? Im Leben. Also ich hatte der Sinn des Lebens jetzt einfach mal kurz auf den Punkt gebracht, oder? Krass, das ist schwer. Also sich selber kennenlernen, würde ich sagen, so, weil das ist die Ausgangsbasis für alles irgendwie und einfach ja, jeden Tag seine eigenen Werte irgendwie kalibrieren. Und wenn du jetzt unserer Freunde fürs Leben Community ein Statement mitgeben müsstest, wie sie ihre persönlichen, ihre Lebenskrisen meistern, wie könnten sie es angehen? Also ich glaube ehrlich gesagt, aus eigener Erfahrung, dass dieses Emotionen rauslassen und sich selber verstehen
super gut funktioniert, einfach wenn man es mit Worten in irgendeiner Form macht. Also ich glaube, Leuten, die jetzt nicht selber Künstler sind, würde ich trotzdem echt raten, irgendwie sowas wie Tagebuch zu führen oder ihre Emotionen einfach sichtbar in irgendeiner Form zu hinterlassen. Und wenn es ihnen leichter fällt, können sie auch Insta-Stories machen, die sie speichern oder so. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein Teil, der mir voll hilft. Also erstmal rauslassen ist immer gut, denn es ist raus, auch wenn das Grundthema noch drin ist, aber irgendwas davon ist raus. Und die Möglichkeit, daraufhin zurückzugehen und weiterzumachen. Also es wäre jetzt so ein praktisch anwendbarer Tipp. So. Das ist auch so eine Technik, die, glaube ich, viele Leute machen. Also einfach die Tage auch, so den Tag bewusst leben, so morgens aufstehen, überlegen, was will man alles an dem Tag machen und abends irgendwie auch wieder ein Resümee ziehen, ob man es geschafft hat. Und das vielleicht noch, selbst wenn es nur ein paar Worte sind, das so niederschreiben. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Und ansonsten ist für mich ist super interessant, also ich bin jetzt nicht so ein überkrasser Bücherwurm. Ich lese ab und zu super gerne ein Buch. So. Und das, ich glaube, Bildung ist gerade bei diesem ganzen Selbsthilfe, Selbstfindung oder bei jedem Thema einfach immer, ist Bildung das Wichtigste. Also das heißt, wenn du jetzt nicht krass viele Leute im Umfeld hast, mit denen du dich darüber austauschen kannst, versuch Bücher zu lesen. Wenn du nicht so ein Büchertyp bist, der durchgehend sich darauf konzentrieren kann. Heute gibt es mega viele Podcasts über diese ganzen Themen so. Oder eben Serien auch, also audiovisuell oder auch nur, wenn man beim Autofahren ist, als Podcast. Also such mir genau die Plattform, wo auch so Gespräche richtig entstehen, nicht jetzt irgendwelche komischen Talkshow-Interviews, sondern es gibt heutzutage mega viele Plattformen, wo man einfach interessante, gebildete oder einfach durchs Leben belehrte Menschen reden hören kann. So. Und das hilft mir super viel, einfach anderen Leuten zuzuhören und dann wieder zu denken, ah krass, er hat das so gehandhabt, diese Situation in seinem Leben. Wie habe ich das damals gemacht oder wie würde ich es machen? Oder wie, das inspiriert mich super viel, einfach schlauen Leuten zuzuhören beim Reden. So. Also ich höre mir auch selber gerne super viel zu. Ich glaube, die Leute da draußen hören dir jetzt auch gerne zu. Das hoffe ich sehr. Das ist ein fantastisches Schlusswort, weil wir haben ja auch nach diesem Teil noch ein zweiten, dritten und vierten Teil. Und da seid ihr gerne eingeladen, den jetzt auch einfach hier weiter durchrattern zu lassen. Ne? In diesem Sinne sagen wir jetzt mal bis gleich und erstmal vielen Dank bis hierhin. Ja.